Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 16.000. Brauchen tun wir? Steht das da irgendwo? Nein. Er braucht auf jeden Fall mehr. Das ist jetzt Reaktorkraft. Schleibbüchlein nehmen. Rotorikraft, Reaktorkraft. Dateien, aber funktioniert jetzt noch nicht. Und Uranium. Nee, nicht den Uranium. Uranium-Enrichment? Nee, die heißt irgendwas anders. Isotop-Zentrifuge. Schaut ja gleich aus. Ah, da ist sie. Die braucht 262.000. Das heißt noch, dass keine Ahnung, wie vielfache. Wir hatten, glaube ich, Tun wir noch mal eine Zwischenschalten. Wir hatten noch diese andere Maschine, ja, halt normalerweise. einstellen kann. Wir können ja gerne eine Mikroturbine nehmen, die wäre viel Ja, schneller. der im Video meinte, wir so, so eine ordentlich zu betreiben, zwei Mikroturbinen. Man, ich weiß, dass wir Magnetic Engine hatten, das weiß ich noch. Ja, und dann hatten wir noch DVD. CVD-Unit, ja, glaube ich. Genau, die hatten wir noch Wenn du dazu. jetzt umstellst, kann es sein, dass die hinten explodiert. Ich sag's nochmal. Die Gearbox. Yeah. Und warum? Weil Alle Seiten. du hier noch hochgedreht hast, oder? Ja. Ja. Okay. Das habe ich nicht. Kann es sein? Wie Ja, wär's dann. erstmal, wenn du versuchst, nur eine anzuschließen? Weil ich gerade eine angeschlossen hatte und das zu wenig war. Wie einen angeschlossen hattest. Du schließt doch hier jetzt hier drei Zentrifugen an. Ja und? Ja, wenn du erstmal versuchst, eine zu betreiben. Ja, dann versuch. Ich baue mal ein CVD-Unit. Dann versuch. Was haben wir für hier? 4. Warten. Ja. Mach, was du Wird doch willst. schon passen. Mach, was du willst. Lass mich in Frieden. Viermal. Bad. Da haben wir auch nichts. Nein, nein. Kriegen wir. Okay. Schafft. Und Läuft dann. nicht mal so. Aha. Das heißt, wir haben jetzt schon 4M. 16. Wird er wieder umgebaut? Nein, oder? Ja, doch. Bin Bau ja wieder. gerade am probieren, dass erstmal eine läuft. So, das ist schon magnetisiert. Tu mal Paket Glaube, und die die. braucht Speed. Ja, Speed musst du Zentrifugen haben. Aber du wirst eine auch nicht so zum Laufen kriegen, so einfach. Ja, geht auch nicht. Wie viel braucht die Speed? 100, nee, wie viel habe ich gesagt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich gesagt habe. Hättest aufgepasst, dann Gut. wüsstest du es. Was machst Ja, ich muss diese Bedrock-Dings da noch machen. du? Was tust du? Ja, für die CVD-Unit. So. Hola, hola! Komm, hola, hola. Keine Ahnung, schaut in Hola, den ach Chat. so, hola. Ja, ich hab Holla, ja. holla. Schau nicht mehr so drauf. Hola. Holla, holla. Ah, okay, da können wir gleich 4 raus. Gut, dann haben wir das auch. Und dann brauche ich noch hier Screen. Den Kaktus. Und den Mist. So viel Mist. Und dann einmal hier, CVD-Unit. Gut. Davon haben wir nichts mehr. 22, 23 geht's jetzt aus. Sein Schaut das verdammter du mal kurz Einschlüssel. aus. Und ich bin mal kurz weg hier.
Ja. Warum dreht die sich noch? Keine Ahnung, dreht nach. Warte mal. Ah. Also das läuft. Da brauchen wir neues Uranium. Packst du da nur die Uraniumbahn rein? Uraniumbahn und halt dieses weiße Fluorid. Und Wasser halt. Das ist das, was er braucht. Jo, genau, jo. Eigentlich ganz froh heute? Ja, wie komm. Froh? Ich hab denn so gedacht, ja, toll. Pustekuchen. 30 hab ich feiert. Ganz andere, ganz andere Schicht. Achso, naja, das so, ist dann nicht. Wieder da. Jo. Musste gerade jemanden bannen auf einen anderen Server. DVD-Unit. Auf einen Server. Ja, auf den von meinem Neffen auf den Server da. Achso. Ich hatte gerade angerufen, dass da Stress gibt. Gut. Ich wollte da DVD-Unit reinbauen. Du rupst hier alles wieder. Alles weg hier. Richtest du ein? Bau noch ein paar Belt. Welt, ja. Da fehlt. Ach, gehst du holen, oder nee? Ich kann auch machen. Leder fehlt. Kannst du ja organisieren. Liegt drüben bei den Quellen. Ein einmal Labrican, Murdoch. Ja, komm. Einmal Labrican. Oh, Lady hier. Gut, genau. Speed und. Mal einfach. Was ist jetzt los? 16-fach, okay, mehr geht nicht. Oh, Minecraft. Nach Hause. Ich auch nicht direkt zur. Wir hatten hier, glaube ich, noch eine 16er. Danach noch, gell? Danach noch eine 16er Gearbox. Ja, aber da wäre gescheit, wenn wir einen Bedrock nehmen, weil die normalen, die explodieren immer. Ja. 16. Schreibt man das? 16x4 oder so irgendwie, gell? Oder nee? Ich glaube, ja. Ah, Doppelpunkt, 16 Doppelpunkt. Der Arm gibt nur 16 zu 1. Ja, meine ich ja. Dazu brauchst du dann halt noch Betrokium. Ja, Hassler und Betrokium. Eben die Schafts und die ja. Zahnräder. Betrokium. Ach, warum schon wenig Betrokium mit T? Also, du machst das, ja, was? Na, ich schmeiß gerade in meine. An den Ecken, okay. An den Ecken. Goodie. So, alle Produktion läuft. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Läuft bei dir, hä? Junge, läuft. Ah, da können wir schon 8 drauf, also ist eh nicht so schlecht. Für eine 16er brauchen wir 2 davon. Dann. Aha, okay. Noch. Ich hab sie dann schon vorsichtshalber abgeschaltet. Oh. Genau. Dann brauchen wir eine 4er. Eine 2er und eine 4er gibt eine 8er. Gut. Eine 2er allerdings und die Schaft. Und die Schaft haben wir nicht. Nein! Was? Nein.
Ach, da war jetzt wieder Bedrock Dust und Shaft. So und. Er war so nach. Bad. Ock Dust. So, das reicht schon. Das genügt, Junge! Was genügt? Also, Murdoch gehört dazu. Ich wusste das selber, mit Bedrock wusste ich. Was ist mit Bedrock? Du bist nicht mal ein bisschen abgehakt. Dass das so aufgebaut wird. Also, ja, dass es so aufgebaut wird, das wussten wir am Anfang auch nicht. Die haben das auch erst dann. Ich sag's mal, gelernt. Gelernt. Wenn doch jetzt immer noch nichts. Ja, eh nicht. So, einmal Labrikan. Deine Labrikan-Produktion immer dabei. Ja, Murdoch macht das schon. So. Das schon, Ja, dann kann man hier auch 32 sagen. Und dann den langsam starten. Mal gucken, was er macht. Gucken, was er macht. Mal gucken, gar was hier überhaupt passiert. Nein, er also, macht Dorge. Gar nichts. 32 Speed. Der baut eigentlich keinen Labrikan. Der ne Bedrockion. Ja, aber steht ja oben Labrikan, deswegen habe ich mich gewundert. Ja, das Interface haben sie nicht umprogrammiert. So. Eigentlich geht's nicht. Wahrscheinlich, weil das die zu extrem ist, oder? Ne, Input-Output? So, jetzt. Jetzt müssen wir auf Speed umstellen. Was hat wir jetzt betreiben Speed? Gerade nur die erste und die läuft immer noch nicht. Ja, warte mal. Für die Umdrehung haben wir jetzt. Ja, die müssen jetzt nochmal laufen. Ja, läuft. Jetzt kannst du die anderen dazuschalten, das geht. Schafft schon. Shift-Rest-Klick, dann machst du Output zweimal und einmal Import. Das ist nicht so? Nein. Nee, so passt, ja passt. Oh, ich hab grad noch gedacht. Jetzt laufen alle drei, siehst du? Jetzt laufen alle drei und die produzieren uns jetzt so ein gewisses Zeugs. Genau, da können wir dann ein bisschen Gas geben, ne? Damit sie schneller geben. Produzieren, ja. Schneller produzieren. Weiter Produktionsprozess. Ach, nur 22.000 RF, meine Güte. Hexa-Watch? Yeah. Uranium Hexafluorid. Genau. Und da bekommt man nämlich instant Richt. Aus dem Bleed wird dann wieder ein Richt. Bleed. Na, das ist diese Bleed, da kannst du ja nichts machen. Ja, das tut er ja selber, glaube ich, aus dem Bleed, stellt er dann wieder Richtes her. Nein, wie ich das verstehe. Nein, du kriegst zwei Outputs. Ja? Ja, du kriegst zwei Outputs. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall viel von dem Enricht. Ja, deswegen. Dieses Depleted-Uranium, das war ja dafür da, um den Anzug und so zu bauen. Da haben wir diesen Anzug gebraucht. Damit wir nicht sterben, weißt du noch? Jetzt eigentlich unsere Kühlflüssigkeit. Ja, die wird jetzt wohl ein bisschen sinken, glaube ich. Ja. Ja. 5-4. Und gleich mal gucken, ob sie sinkt oder steigt. Das war 5-4 war. Und jetzt haben wir. 5-4 war. Läuft alles. Diese ganze riesen Produktionsanlage. 5-4 plus. Machen wir trotzdem noch plus. Okay, läuft. Ziemlich wenig, aber plus. Ja, dann passt doch. Zur Not dauert sowieso ewig. Ja, man. Ja, ja. Sieh die Zahl hier. Gut. Wie viel brauchen wir jetzt von diesen Depleted Uran? Mal mindestens 4, damit wir das Vorstings zusammenkriegen, ist klar. Damit man die zusammen machen können. Aber